So. Und Mixer. Was war denn das? Seele verschlingen. Entzieht einen Feind im Umkreis von 25 Metern und die Kriegsmaid Lebenskraft. Fügt ihnen Schattenschaden zu und heilt die Kriegsmaid. Das ist cool. So, zählt das dann auch gleich für zwei? Ja. Bist du eine Ehrenwache? Ja, dann helfe ich dir. Ah, muss dir erstmal eine Kriegsmaid helfen, ne? Und du nennst dich Ehrenwache, Schlappschwanz. So, hinab. Was macht er? Was macht sie? Ansonsten geht's aber noch, ja? So, hier die Priesterin. So, wo ist die nächste Priesterin? Da oben ist auf jeden Fall hier nochmal so ein Ehrenwache. Fuzzi, da ist eine Priesterin. So, 7 von 8. Und da ist bestimmt auch die ein oder andere Ehrenwache dabei. So, hier ist gar keine Ehrenwache dabei. Doch, 2. Na, haben wir ja 8. So, hier, Madame Priesterin. Mann, lass mich doch einfach mal in Ruhe, du Nase. So. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Priesterinnen, nicht Prinzessinnen. Schauen wir mal, wo wir sie finden. Schaden um 100% erhöht, das ist doch auch mal nice. So, da haben wir eine. So, und die letzte, die befindet sich da unten. Da schaut es auch recht kampflos aus. Hat aber nur so ausgesehen. So. Dann geht's für uns wieder... Ach nee, wir müssen ja hier noch da den Kollegen da anlabern. Naja, das können wir hier oben fernab der Kämpfe machen. Schaut aus wie ein Hirn, Alter. Alter, man sagt nicht Alter. Merkt ihr das? Na gut. Muss ja so ein bisschen an seinem Wortprofil arbeiten, nicht wahr? Vor allem als Respektsperson. Na, manchmal, da kann man sich schon mal ein bisschen... Ich werde angeblitzt. Ein bisschen aufregen, aber mein Gott. Hallo, Tiefenrufer. Die Herrin wartet. Ja, deine Herrin wartet, Junge. Pass mal Obacht. Haben wir alt. Superst. Dann ab nach Hause. Und ich kann mal ganz kurz hier mich durchstrecken. Super. Tut gut. Erkenne ich jetzt natürlich nicht, wie viel Prozent das wir haben, aber es fehlen eigentlich nur noch ein bisschen was über 300.000. Und hier brauchen wir nur noch einen Dedina, geht's wieder ab. So, Quest beenden. Achso, der Rest ist innen drin. So. Koste es, was es wolle. Tötet 20 Angreifer der Qualdir im Tempel Quel'Domir. Angriff! Was ist mit dem los? Achso. Schön den Mixer anschmeißen, haben wir schon mal 5. Das geht ja ratzefatze. Hier da hinten müssen wir hin. Oder dahin. Schmeißen wir den Mixer mal an. Dann haben wir hier mal so ein bisschen Lebensentzug. Darüber. Und Mixer angeworfen. Hilfe. So. So, Schaden ist um 100% erhöht. Da geht was. So, na komm schon. So, stürmen wir mal da rein.
Mixer in der Runde. Und da war es nur noch einer. Sehr schön. Haben wir es geschafft. Ging ja flott. Ja, ich komme gleich. Halte die Brücke auf der Terrasse von Queldomir, bis Lady Strakes Verbündete eintreffen. Ach, Sirakes heißt sie ja. So, Mädels, ich komme. Die Kriegsmaid ist unterwegs. Ach nee, Geschmarri. Ich muss 6 Minuten lang die Brücke halten. Diese Brücke? Diese Brücke. Ja, ich bin hier falsch. Entschuldigung, ich gehe ja schon. Östliches Ende der Terrasse von Queldomir gehalten. Qualdir zurück über die Brücke gedrängt. Kann man da auch raus? Ich habe nicht gesehen. So, jetzt pass Obacht. Da stürmen wir jetzt einfach mal voll rein und dann mixern wir uns hier mal durch. Ha, da schauen sie, die Jungs. So, und das Ganze müssen wir jetzt einfach 5 Minuten durchhalten. Eigentlich könnte ich mich jetzt auch 5 Minuten zurücklehnen und mal gar nichts tun. Bekommen ja weder EP noch sonst irgendwas. Ist schon recht. Alles, was du sagst, Kumpel. So, Rasenmäher angeschmissen und einmal durchgegangen. Wie bei Braindead. Brains. Klasse Splatterfilm. Ich mag Braindead. Natürlich werden wir jetzt zum Vortex-Gipfel eingeladen. Na gut. So, pass auf. Ausgestiegen. Zum Dungeon gegangen. Dungeon vor Quest. Wenn wir schon mal die Möglichkeit bekommen, sag ich mal. So, als erstes Wichtel beschwören. Dann zur Instanz. Hier gibt es ebenfalls im NHC sowie HC-Modus die Chance auf einen Drachen. Beschafft das Herz vom Großvisier Ertan und tötet Azad. Kenne mich hier nicht aus, das ist schade. Dann müssen wir dich lotsen. Kriegen wir alles hin. So, gebufft haben wir. Dann kann es hier losgehen. So, mal fix den Typen da gestunt. Hilfe, ich bin verbannt. Hilfe, ich bin verbannt. So, helfen wir mal den Kollegen Magier da hinten. Nicht weggehen, bleib doch da. Warum die Leute auch immer vom Tank weglaufen, anstatt zum Tank hinzulaufen, weißt du? Ist er gleich wieder aus der Innie draußen. Oh, flüchtige Luft. Das hat mal Geld gegeben früher. Komm, da hau mal einen Chaosblitz durch. Und dann bin ich schon wieder verbannt. Junge, Junge, Junge. Was ist da nicht in Ordnung? So. Jetzt können wir weiter. Die erste Gruppe ist immer so die, schwierigste, sage ich mal, in vielen Innis. Kennen hin oder her, auch hier gilt immer Target vom Tank nehmen. Ja, das stimmt.
So. Die lustigen Luftelementare hier, die sind immer ganz lustig. Wenn man die anguckt, dann verstecken die sich. Pass auf. Zip. Er stellt sich schnell tot. Warte, da muss ich mal kurz was sagen. Die kann man nicht töten. Hallo, den kann man nicht töten. So, bei denen hier sollte man beim Tanken ein bisschen näher am Rand stehen. Weil die Typen, die haben so eine garstige Eigenschaft. Wenn sie sterben, dann explodieren sie und hauen einen dann, wenn es blöd geht, hier über den Rand. Ist zwar nicht so schlimm, weil man nicht stirbt, aber es ist halt zeitaufwendig. Weil man wird am Anfang der Instanz geportet. So, was haben wir denn hier? Herstellung, nee, Hessoniten. Brauchen wir nicht. So. So, er fühlt sich beobachtet und stellt sich tot. So, dann kann es weitergehen. Und dann sind wir ja schon außerhalb der Reichweite, wenn wir hier unten sind. Komm, mach doch. So. Jetzt kommt nochmal eine Gruppe und dann kommt ein etwas, ja, heilintensiveres Abschnittlein, sag ich mal. Weil da bekommt der Tank mal richtig auf die Mütze. Beziehungsweise, wenn man es falsch macht, bekommt der Dedi da richtig auf die Mütze. Ui, Feuerschaden gesperrt, das ist aber schade. Ich mag aber mein Feuer. So. Und zwar die dicken Dinger da. Der stellt sich wieder tot. Der dicke hier, der holt erstmal schön viele Ads. Da kann man sich mal ein bisschen in Bomben auslassen. Und dann kann man den Wolkenprinz erstmal platt machen. Und dann die beiden Kleinen. Mag jetzt vielleicht noch ganz lustig gewesen sein, aber... Wir haben ein Level up! Way. Aber dort hinten, da sind es zwei gleichzeitig. Und mit 83 haben wir nichts Neues bekommen. Das ist aber schade. So, und die hauen dann halt schon ein bisschen anders zu, ne? So, des Weiteren muss man dann darauf achten, dass man dann seine Pets wieder auf hirnlos totstellt. Weil sonst ballern die hier permanent auf den lauernden Sturm. Weil man kann ihn zwar angreifen, aber man kann ihn nicht töten. So, hier oben ist dann auch schon der Großvisier Ertan. Der ist eigentlich relativ simpel zu machen. So, hier passiv. Aus dem AI hier sollte man übrigens rausgehen. Das ist keiner vom Spieler gesetzt. Und zwar, der hat zwei Phasen. Einmal eiert der Wirbelsturm außenrum. Da muss man näher an ihm dran stehen. Und dann zieht er seinen Wirbelsturm mal an sich ran. Da muss man dann weiter weg. Mehr ist das nicht. Oh. Und diese Wirbelstürme, die verlangsamen einen dann. Deshalb sollte man da tunlichst weggehen. Weil wenn er sie an sich ranzieht, ist das so eine Art AE-Damage-Phase.